Im Internet wird laufend im großen Stil der Download von illegal kopierten Film- und Musikwerken angeboten. Auch der Verkauf von gefälschten CDs und DVDs floriert. Produziert werden diese vor allem in China und Ostasien. Der internationale Geschäftsverkehr ist mittlerweile so zugenommen, der Warentransport so zugenommen, dass er eigentlich nicht mehr kontrolliert werden kann. Wenn wir allein uns anschauen, in Europa die vier größten Häfen, Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Bremen, die schlagen Millionen von Containern jährlich um. Sie sind teilweise auch hier ausgestattet mit falschen Dokumenten. Das heißt, es kann nur punktuell geprüft werden, es werden immer wieder Waren herausgezogen. Wir haben also allein bei den EU-Außengrenzen im Jahre 2008 179 Millionen Fälschungen aus dem Verkehr gezogen. Dabei könnte die Film- und Musikindustrie den Raubkopierern leicht einen Strich durch die Rechnung machen, nämlich durch eine längst fällige Preissenkung.